An der Straße zwischen Netze und Freienhagen entsteht da der erste Bürgerwald der Nationalparkstadt Waldeck. Auf einer Fläche, die im Tausch mit dem Domanium im Zuge der Nationalparkserweiterung zu Freienhagen bzw. Waldeck kam, entsteht nun ein Bürgerwald. Hier werden Elsbeere, Lärche, Kirsche, Winterlinde und europäische Lärche gepflanzt. Mit dabei waren auch zwei Klassen der Grundschule Sachsenhausen sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Angeleitet wurden sie von der Revierleiterin der Kommunalwald GmbH, Sarah Steinbrück. Und nach einem kräftigen Frühstück war die Fläche schon vormittags zum großen Teil bepflanzt. Bürgerwald Waldeck, hier zwischen Freienhagen und Netze. Ist es der erste Bürgerwald für Waldeck? Für die Stadt Waldeck, für den Nationalparkstadt ist das der erste Bürgerwald. Aber es ist für nächstes Jahr im Rahmen der 777-Jahr-Feier noch ein weiterer in Sachsenhausen geplant. Auf wie viel Fläche wird hier gepflanzt? Auf 1,5 Hektar. Und Misch? Ja, sicher. Werden ja nur noch Mischwälder gepflanzt. Hier wird überwiegend Lärche gepflanzt auf der Fläche. Am Waldrand, Winterlinde, Wildkirsche und Elsbeere. Und das Ganze wird betreut von der Kommunalwald GmbH? Richtig, von der Kommunalwald wird es betreut. Die haben auch die Setzlinge ausgesucht? Genau. Was kostet der Spaß? Oh, die Gesamtsumme, die habe ich gar nicht im Kopf im Moment. Aber wird gefördert, ne? Aufforstung mit Mischwald. Aufforstung wird gefördert. Ob hier ein Förderantrag gestellt ist, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Müssen wir die Frau Steinbrück gleich mal fragen. Und da war eine Schulklasse oder? Wir haben zwei Schulklassen hier. Wir haben die Grundschule eingeladen und die sind mit zwei Schulklassen gekommen heute Morgen. Mit dem Bus angefahren und werden dann gegen Mittag, kurz vor Mittag wieder abgeholt. Ist ja doch reichlich Betrieb und oben sind die ersten Reihen schon fertig. Ich schätze, wann wird das heute noch fertig? Ja, das wird heute noch fertig. Heute Nachmittag werden dann die Mitarbeiter der Kommunalwald, die sind ja mit den Auszubildenden hier, dann noch fertig pflanzen. Das, was bis heute Mittag nicht geschafft ist. Die Holznutzungsberechtigten vom Freienhagen, die unterstützen uns hier intensiv. Das ist sehr erfreulich. Jetzt fehlen nur noch ein paar Bürger, die sich mit ihrem Wald identifizieren und hier ein Bäumchen pflanzen. Richtig, genau. Wir haben ja eingeladen mehrfach. Die Bürger haben wir auch aufgerufen zu spenden für den Bürgerwald. Und Spenden sind die ersten eingegangen. Aber es ist natürlich Montag so, dass viele noch an der Arbeit sind und von daher nicht können. Aber es wäre schon schön, wenn bis Mittag noch ein paar Bürger sich einladen lassen. Jürgen Vollbracht, Bürgermeister der Nationalparkstadt Waldeck. Vielen Dank. Gerne. Michael Martin vom Verein der Holznutzungsberechtigten im ehemaligen Stadtwald Freienhagen. Schöne Aktion hier heute. Ne? Ja, ich freue mich sehr. Vor allen Dingen freue ich mich sehr über die Beteiligung der Schulkinder, über den Nachwuchs, der sich in Zukunft mal um diesen Wald kümmern möchte. Und ich sehe, dass also die Kinder sehr engagiert dabei sind. Und das macht Hoffnung für die Zukunft, dass auch dieser Wald entsprechend mal sich aufbaut, wie da hinten zu sehen ist. Der Verein hat das Gatter gestiftet. Wir haben das Gatter aufgestellt. Die Kosten, die trägt natürlich die Stadt Waldeck bzw. der Kommunalwald. Wir waren für die Aufstellung verantwortlich. Okay, ohne Gatter geht's aber nicht. Nein, die Tragik ist ja, dass solche Pflanzen wie diese Lärchen hier, wenn die nicht geschützt sind, vom Rehwild, vom Hasen verbissen werden. Das heißt, ein Großteil dieser Pflanzen hätte keine Chance, groß zu werden, weil das Rehwild, der Hase,
dieses frisst und die Bäume zerstört. Ja, hauptsächlich die Terminaltriebe vom Laubholz, also sprich Buche, Elsbeere, die hier gepflanzt wird, eine sehr seltene und teure Baumart, genau. Sowie die Kirsche. Genau. Und die Lärche wird, sowie die Douglasie, werden unheimlich gern verfegt vom Wild. Ganz genau, die werden, erst einmal werden die Triebe gerne gefressen, die Triebe im Frühjahr und so weiter, und je größer der Baum dann wird, nachher die Stammgröße erreicht, wird er auch gerne dann vom Bock zum Fegen genutzt. Man sagt, er parfümiert sich durch dieses Harz, was er eben halt dort vorfindet. Und deswegen ist der Schutz so unheimlich wichtig. Vielen Dank. Erster. Sarah Steinbrück, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind die zuständige Revierbetreuerin, Revierförsterin der Kommunalwald GmbH hier für das Revier Freienhagen. Jawohl. Wunderbare Pflanzaktion heute mit dem Bürgerwald. Wie viel Hektar bepflanzen Sie heute? Das sind ein bisschen mehr als ein Hektar, 1,2 Hektar. Und das ist seit 3 Jahren abgeholzter Fichtenbestand, der damals durch einen Borkenkäfer abgestorben ist. Und da wollen wir jetzt ein bisschen der Natur nachhelfen, weil von alleine kam hier nicht ausreichend, dass wir sagen, das schafft es, wieder in Bestockung zu kommen ohne Hilfe. Dieses Stück hier ist sowieso erst im Rahmen des Tausches mit dem Domanium zum Stadtwald gekommen, hier vor allem. Genau. Im Rahmen der Nationalparkserweiterung. Jawohl. Was pflanzen Sie heute oder lassen Sie pflanzen? Es sind ja ganz viele, die genau. Ihnen hier zur Hand gehen. Das stimmt, wir haben ja ganz viele kleine Helfer und auch große Helfer von uns, die Mannhausberechtigten, zahlreiche Bürger sind aus Netze. Immer da und die 4. Klasse der Schule aus Sachsenhausen, der Grundschule. Und ja, wir pflanzen heute einen Waldrand hier mit Elsbeere, Winterlinde und Kirsche. Und in die Fläche selbst pflanzen wir europäische Lärche und am Rand noch ein bisschen Kirsche, damit wir vielleicht Naturverjüngung von der Douglasie am Rand des nächsten Bestandes bekommen. Wie überall, wo heute aufgeforstet wird, ohne Gatter geht's nicht. Ja. Nun ist ja hier diese Lage auch schwierig zu bejagen. Es ist direkt die Straße in der Nähe. Korrekt. Deswegen muss gegattert werden. Jawohl. Das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Brennholzberechtigten Freienhagen gemacht. Da haben wir tatsächlich einen und einen halben Tag Arbeitseinsatz hier gemacht mit ganz vielen Freiwilligen. Wir haben das Material besorgt und haben das dann zusammen mit einem großen Schwung Brennholzberechtigten aufgestellt und sozusagen sicher gemacht vor fressenden Wild. Jetzt sind Sie Försterin und denken eigentlich anders als Otto Normalverbraucher. Sie denken in Generationen. Das heißt, bis man hier den Wald sieht, den wir im Hintergrund so als Waldbild haben, über der Straße, gehen 100, 125 Jahre, vielleicht auch 150 Jahre ins Land. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Und das vergisst man schnell. Man setzt das Bäumchen und denkt, ja, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kann man schon was sehen. Das ist meist nicht. Meistens haben wir dann hier mehr Gras zu sehen als alles andere. Also es bedarf noch viele Jahre Hege und Pflege, freistellen, vielleicht auch mal nachbessern. Nicht jede Pflanze wird das heute überleben. Das ist einfach so. Das muss nicht unbedingt an der Pflanze selber liegen oder an den Pflanzern, sondern das liegt auch oft am Wetter. Wenn wir daran denken, dass wir weniger Niederschlag auch im Winter haben, weniger Schnee, der ja im Frühjahr verfügbares Wasser wird, wenn er schmilzt. Und wenn wir davon nicht genug haben, ja, da hat es jeder Baum schwer. Ob wir ihn mit einer blanken Wurzel oder mit einem Container einsetzen, es ist einfach viel zu tun. Und deshalb, wir bibbern eigentlich viele Jahre, bis wir dann wirklich den dicken Baum oder den Bestand haben, der wieder Heimat und Schutz für viele Tiere und auch andere Pflanzen bildet. Sarah Steinbrück, Revierleiterin hier der Kommunalwald GmbH im Stadtwald Freienhagen. Vielen Dank. Ich habe zu danken.